Das waren zu viele Klicks. Ja, wir nehmen den ersten. 6 Punkte sind übrig und auch du kannst einmal in deine Hand hineinblasen und lässt dann das Irrlicht, was aus deinem eigenen Flimflam entsteht, auf den Umhang von Midas schweben. Ist noch ein wenig dunkel, es sind ja nur drei übrig. Ist eine Kerze, das ist genau das, was du willst. Genau. Okay. Nun, Na dann. wir sollten uns nun verstecken und warten, bis ein Irrlicht auftaucht. Warum verstecken? Wir wollen ja nicht, dass es sich von uns ablenken lässt. Aber ich dachte, sie suchen Wanderer, um sie in den Sumpf zu locken. Nun, das ist richtig. Aber haben wir hier einen Sumpf? Nein, aber einen dichten Wald, in dem man verloren gehen kann. Ihr könnt ja hier sitzen bleiben und die Ablenkung für das Irrlicht spielen. Und ich werde mich in ein Gebüsch setzen oder so, damit ich unter Umständen den Weg abschneiden kann. Als wir es nicht mit der Falle schaffen. Ich werde mich ebenfalls in eins der Gebüsche schlagen und die Falle zuziehen. Und ich lege mich hin in Sichtweite der Hose, des Umhanges. Muss Bleib mir in mich der Hose auf mein sitzen. Licht konzentrieren. Jeder von euch kann auch einmal eine Wildnislebenprobe machen. Die ist erschwert um 3. Waldkundig würde allerdings hier die Erschwernis abbauen. Während ihr dort sitzt, auf die Kerzen starrt, beziehungsweise die Irrlichter, die ihr selbst hervorgerufen habt, und ihr dann merkt, wie es nach und nach anfängt zu summen. Insekten, Stechmücken, Ungeziefer, die an euch herumkrabbeln. Ich hasse die Natur. Wer die Probe nicht schafft, bekommt nach und nach über die Zeit, über 1 Stunde, 2 Stunden, 2 Schadenspunkte durch Insektenstiche am gesamten Körper, die leicht anschwellen, anfangen zu jucken. Ja, verdammte Stechmücken. Ja. Dann könnt ihr sehen, wie sich ein Glühwürmchen nach und nach aus dem Gras nach oben schiebt und anfängt selber etwas zu pulsieren, zu leuchten. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wartet noch. Vielleicht ist das wirklich nur ein Glühwürmchen. Eines, das außerordentlich hell ist. Wir werden gleich sehen. Ja, während ihr wartet, könnt ihr sehen, wie weitere Glühwürmchen, insektoide Kreaturen nach oben steigen und versuchen, das Licht zu imitieren, schwirren so ein bisschen umher, aber interessieren sich nicht weiter für die Kerze. Bis ihr dann erkennen könnt, wie ein geistrig schimmriges Licht aus dem dunklen Wald auf euch zuschwebt. Da! Ganz ruhig jetzt. Tatsächlich so groß wie eure Faust, würdet ihr sagen, und damit wesentlich größer als die kleinen Glühwürmchen. Und es kommt auf euch zu. Eine Sich-Verstecken-Probe von euch allen. Kann ich mit meinen Punkten für Travigor oder Tau ausgleichen? Ja, Ich same hier. glaube, könnte auch die 18 einfach chippen. genau, einfach einen Schicksalspunkt benutzen. Travior glänzt im Sich-Verstecken, was nicht gut ist. Wahrscheinlich ist der Umhang viel zu auffällig. Ja, ansonsten, Travigor, du kannst sehen, wie das Irrlicht nach und nach dich wohl wahrnimmt und dann kurz vor dir Schafft's. schwebt, grob 2 Meter, würdest du sagen, auf und ab hüpft. Und das ist es. Wenn du es jetzt fängst, du müsstest nur hinterherlaufen, dann kannst du dieser jungen Praios-Novizin helfen. Ist es zufällig so, dass ich dem ehrlich den Weg abschneiden kann? Du weißt nicht, ob es sowas wie vorne oder hinten bei dem Ding gibt, aber du sitzt zumindest seitlich von den anderen. Würde ich mal versuchen, mich so ein bisschen drumherum zu bewegen, sodass es quasi mit mir und Travigo eine Linie bildet. Ganz Also normal. wenn Travigo dem Ding folgt, dass es in meine Richtung schwirrt. Ich würde mich derweil von hinten versuchen, an das Irrlicht anzuschleichen, um dann die Falle auszulösen. Er hat sich noch nicht niedergelassen. Er hat Achso, jetzt okay. aktuell sehr viel mehr Interesse daran, Travigor in die Irre zu führen und verspottet ihn da wohl gerade so ein bisschen. Travigor möchte nur noch zugreifen. Also, das lasse ich mir nicht bieten.
Sehe ich Ardo überhaupt, was der davor hat? Er ist ziemlich dunkel, aber du kannst irgendwie sehen, dass sich da was bewegt. Okay, dann würde ich tatsächlich aufstehen und ja, meinen Mantel mit beiden Händen greifen, mich so ein bisschen breiter machen und langsam auf das Wesen zulaufen. Ja, schwebt von ihr weg. Ich würde jetzt auch meinen Mantel abnehmen, nachdem die andere Hose und Midas Mantel jetzt als die beiden Fallen gelten, habe ich es meiner ja noch über. Ich meinen Mantel und halt so, dass ich quasi bereit bin, das Ding zu fangen. Ich möchte mir überlegen und ich möchte in Paralys starten. Gegen das Irrlicht. Ich bleib ruhig und im Versteck, um das Ganze eventuell dann noch auszulösen. Okay, Paralyparalein, Reichweite? Reichweite sind 7 Schritt. Ich müsste ja noch in Reichweite sein, oder? Ja, 7 Schritt solltest du sicherlich haben. Du hast irgendwo neben Travigau gesessen. Das hat dich wohl auch mitbekommen und könntest wirken. Orpescas. Sechs Punkte über. Reichte das dann über die MR? Ja, ich muss gerade selber mal recherchieren, wie hoch die MR von einem Irrlicht ist. Ich glaube, die ist relativ hoch. Ja, entweder ist sie sehr hoch oder sie ist sehr niedrig. MR ist 18. Er ist 18? Sag dir, die ist sehr hoch. Du wirkst deinen Zauber und merkst wohl, wie du jetzt die Aufmerksamkeit von dem Licht bekommen hast. Es blinkt einmal zurück und vielleicht verspottet es dich, vielleicht winkt es dir mit diesem Blinken. Schwebt auf alle Fälle jetzt ja, wieder um euch herum, so ein bisschen um eure Köpfe. Und will euch weglocken. Ich würde mein Irrlicht ein wenig heben und senken lassen, um vielleicht Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, ist eine gute Idee. Würfel mal eine Betören-Probe. Oh ja, Kannst auch ableiten, überreden plus 5. Ich hab Betören. Was Betören? Ausgezeichnet. Dann betöre doch mal mit deinem Flimflam. Ich würde derweil gerne meine Stiefel ausziehen. Und wenn ich beide Stiefel ausgezogen habe, ganz leise und in Ruhe, würde ich einen Stiefel nehmen, mich von hinten an das Irrlicht anschleichen, um das Irrlicht dann damit einzufangen. Ja. Kurzer Hinweis an Geron, du hast einen Schicksalspunkt. Wenn du möchtest, könntest du die 20 neu würfeln lassen. Da kannst du natürlich die ganze Probe neu würfeln oder nur einen. Nee, ich. Nicht wert. Das ist mir noch nicht wert. Mal gucken, was noch passiert. Okay. Dann Angriff von Midas mit einer improvisierten Waffe. Erstmal kommt die Schleichenprobe. Schleichenprobe, ja. Also. Problem ist natürlich, dass so ein Irrlicht kein Gesicht hat, keine Augen, sondern eine Wahrnehmung, die sich anders verhält, als das bei normalen Humanoid-Wesen ist. Ja, ich hoffe einfach mal, dass ich gut genug schleiche. Und ich hatte ja auch meine Sich-Verstecken-Probe geschafft. Ja, mach mal einen Angriff mit einer improvisierten Waffe. Ja, ich gebe dir einfach mal ein D20 und genau. Wir entscheiden. Eine 4. Das soll mir reichen. Und während Geron mit seinem Licht so ein bisschen blinkt und auch die Farben wechselt auf Rot, auf Gelb, hoch und runter und irgendwelche Andeutungen macht, das Irrlicht ist kurz fasziniert, die Zeit reicht dir und du kannst es mit dem Stiefel einfangen. Puh. So, das war's. Es boxt von der anderen Seite gegen den Stiefel und du kannst auch sehen, wie es so durch das Leder hindurch leuchtet, das Leder so ein bisschen rötlich schimmert, glimmt. Wir haben das Vieh! Ja, wundervoll! Gut gemacht, Leute! Vortrefflich. Ja. Nun, habt ihr gesehen, wie ich es in die Richtung getrieben habe? Fantastisch. Ihr habt versucht, mich zu verwirren. Ja, Travigor, das habt ihr außerordentlich gemacht. Wahrhaft. Hab Dank. Das habt ihr gut erkannt. Eine Aufgabe für echte Helden, die man sicherlich in jeder Taverne hören mag. Ihr könnt die Nacht hier verbringen, könnt euch natürlich noch einmal um das Irrlicht kümmern und alles zuziehen, damit starken Schnüren der Stiefel dann so eingeklemmt wird, dass es nicht hinausreicht. Und am nächsten Tage aufbrechen. Von eurem Lagerplatz zurück auf die Straße in Richtung der St. Priodan Ruine, die Reichsabtei St. Priodan, werdet ihr 2 Stunden unterwegs sein.
Dann über die Hügel erreicht ihr die Ruine. Einige zahlreiche Brandspuren, vor allem im Keller, könnt ihr erkennen und einige Leute, die darum wuseln. Vor allem Handwerker, aber auch den einen oder anderen, ja, sind es Ritter von Auraleth, zumindest wirken sie so ein bisschen auf euch. Es sind keine richtigen Bandstrahler, aber es sind auf alle Fälle Praios-affine Krieger. Kann ich regenerieren? Ihr könnt regenerieren. Ja, wie lange hatten wir den Flimflam angehabt? Du hattest zwischendrin mal gesagt, 2 Stunden. Ja, also nicht ganz 2 Stunden werdet ihr nicht angehabt haben, aber immer mal wieder, um die anzulocken. Also ich würde mal sagen, 4 Mal werdet ihr ihn an- und ausgemacht haben, also 4 ASB. Die könnt ihr natürlich wieder regenerieren. Und während ihr euch umseht, könnt ihr vor der Reichsabtei eine Wache erkennen, die dort abgestellt worden ist. Priodor von Grauningen. Du kannst erkennen, wie eine Gruppe aus Haderlumpen auf deine Reichsabtei zuschreitet. Was tun die hier? Halt, im Namen Prios. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr müsst die Wache sein. Wir sind geladene Gäste. Wir haben das Irrlicht gefangen, nachdem die Akolotin gesucht hatte. Ein Gefallen für einen Gefallen. Also, wärt ihr so freundlich und würdet uns bitte durchlassen. Im Namen Praios, ich habe gefragt, wer ihr seid. So, nun. Seid gegrüßt, Geron Ochsenwasser, Leibmagier aus Riva. Höchster Freude, euch kennenzulernen. Ritter Travigo vom Wandlet. Vom Orden des Herdfeuers. Tau, Heilmagier aus Aranien. Nun, und ich bin Nidas Malik. Ihr werdet sicherlich schon von mir gehört haben. Ardo. Wir haben eine Queste von der Novizin Lumina bekommen. Und die haben wir ausgefüllt, deswegen sind wir hier. So, Akrolutin Wasserknecht. Sie erteilt jetzt schon Aufträge. Interessant. Ein Gefallen für einen Gefallen, wie ich gesagt habe. Nun, dann kommt mit. Mit wem haben wir es denn das Vergnügen? Mein Name ist Praldur von Grauningen, Donator Rumini vom Orden des Heiligen Hüters. Oh. Reicht euch das? Einer vom Hüterorden. Rösserknecht! Komme! Es dauert ungefähr 2 Minuten und dann könnt ihr sehen, wie die junge Novizin mit einem Besen in der Hand und ziemlich verschwitzt vor euch steht. Oh, das seid ihr ja, das sind die Helden. Habt ihr diesen Helden einen Auftrag erteilt? Ja, also sie haben mir die Hilfe angeboten. Es war nicht wirklich so, dass ich einen Auftrag erteilt habe, aber sie haben mich um Hilfe, also ich hab hilflos ausgesehen. Das gebe ich ganz offen zu. Und sie haben mir angeboten, dass sie eine Queste für mich erledigen. So. Also keinen Auftrag. Ich wollte das nochmal mit Huldrych von Donnerhall absprechen. Der weiß noch nicht Bescheid, aber heimliche Helfer sind ja ausgeschlossen. Also würde ich am besten ganz offen zu ihm gehen, wenn er Zeit hat. Oder dann eben zu der Vertretung. Ist das okay? Es war uns selbstverständlich eine Ehre, diese heilige Queste anzunehmen und auszuführen. Das hat auch nicht allzu lange gedauert, da wir alle Veteranen der Wildermark sind. Ach so, ja. Das Irrlicht riecht im Übrigen ein wenig streng. Ich muss mich entschuldigen. Ach, ich glaube, das ist nicht schlimm. Ihr habt ein Irrlicht gefangen? Ja, mit meinem Stiefel, in der Tat. Hier. Und ich drücke Praildur den Stiefel in die Hand. Ich hätte dir meine Ersatzschuhe gegeben, damit du nicht barfuß laufen musst. Rösserknecht, was habt ihr vor? Das ist abgesprochen. Also, das ist für meine Abschlussprüfung. Also, das Edelfräulein Glitzenspleiß weiß das schon davon. Und Huldrych von Donnerhall auch. Ich soll das alles neben meinen täglichen Aufgaben im Kloster. Darf ich das erledigen, wenn ich Zeit habe? Und naja, wenn das abgesegnet wird, dann habe ich ja auch nichts verbrochen. Hier, nehmt diesen Stiefel. Ihr alle, kommt mit. Ja, ihr habt noch nie jemanden gesehen, der sich so über einen abgetragenen Stiefel gefreut hat, der tatsächlich auch ziemlich stinkt. Sie hat ein großes Grinsen im Gesicht. Und so könnt ihr dann Priodor von Grauningen folgen in das Innere des Tempelkomplexes. Wie gesagt, Ruinen, die aufgebaut werden, immer mal wieder viele Balken aus Holz, die angemacht werden, Steinmetze, die stehen.
irgendwas neu meißeln und auf den ersten Blick fällt auf, dass vor allem wohl auch der Keller vor vielleicht 2 Jahren, sicherlich im Jahr des Feuers, große Brandspuren getragen hat, Verheerungen mit ja, magischer Flamme. Teilweise angeschmolzen, was jetzt nach und nach wieder aufgebaut wird. Ach, diese Unholde aus den Schwarzen Landen, richtig? Die Spuren sind überall. In den Schwarzen Landen ist es noch viel schlimmer. Naja, wenn ich richtig informiert bin, waren das, also das Kloster wurde auch angegriffen von dem Zug, aber ich glaube, das ist kurz danach passiert. Das war irgendein Geode, glaube ich. Das sind so zauberische Zwerge. Ich habe nur Schlechtes über diese Zwerge gehört. Ich glaube, das war ein super bekannter Zwerg. Aha. Nun, warum sollte er ein Kloster niederbrennen? Das weiß ich nicht. Aber die Obrigkeit spricht schlecht von Xenos. Ja. Er ist ein Zauberer. Von diesem geht nichts Gutes aus. Ich stimme Praiodur zu. Ein Zauberer, der ein Kloster niederbrennt, von dem kann nichts Gutes ausgehen. Geoden sind böse. Ich bin einige Zeit mit sehr trunken, boldhaftigen Zwergen gereist. Und wenn sie dann zu viele drin hatten, dann wurde es doch teilweise sehr wild. Nun, aber das ist keine Entschuldigung dafür. Natürlich nicht. Konnte er sie einfach nicht beherrschen. Vielleicht ist er so bekannt, weil er so gerne viel trinkt. Er wird zur rechten Zeit seine Strafe erhalten. Erstmal müssen wir das Kloster wieder aufbauen. In der Tat, das ist ein hehres Bestreben. Und während ihr mit den beiden durch die Gänge der Ruine wandelt, könnt ihr sehen, wie vor euch eine ältere Frau steht, die euch mit verkniffenen Augen anblickt. Und während ihr sie mustert, beziehungsweise sie euch, könnt ihr sehen, wohl ein strenger Dutt, der nach hinten gebunden ist, eine Seehilfe. Und ja, sie verbeugt sich, also die junge Novizin verbeugt sich. Das werte Fräulein, Edelfräulein Henerike Glitzenspleiß, ich möchte ganz gerne mit dem Sonnenschauer Huldrich von Donnerhalt sprechen. Ich habe eine Queste, eine preisgefällige Queste, die ich gemeinsam mit diesen Abenteurern vollführen mag. Die schaut über ihre Brille hinweg und guckt euch interessiert, abschätzig an. So. Seid ihr denn auch preisgefällig genug, um in diesen Ruinen wandeln zu können? Nun, wir aufrechte Götterdiener sind. Das ist doch von vornherein zu sehen, nicht wahr? Richtig, eure Gnaden. Grützenschmeiß. Glitzenspleiß. Grützenspleiß, selbstverständlich. Wir sind, nun, das habe ich eben schon erwähnt. Wir sind natürlich alle im Gunste der 12 Götter und Veteranen der Wildermark. Sehr gut. Ihr seid ein Ritter aus Romilis. Und ihr tragt euer Siegel sogar offen. So wie es der Herr Praios will. Ich habe zwar nichts für Fex übrig, doch ihr reist nicht in geheimer Haltung. In der Tat. So mögen wir euch also hinfortlassen. Kommt mit. Die beiden Magier ignoriert sie dabei so ein bisschen, auch wenn sie wohl Tau nicht ganz erkannt hat. Sie hält das wohl eher für einen Wanderstab, aber Geron ist als Magier auf alle Fälle zu erkennen. Ihr könnt durch eine weitere Halle treten und seht dann dort in einem Observatorium einen etwas älteren Mann mit kurzem weißen Haar, gut rasiert, aber das Alter schiebt ihm doch ins Gesicht. Und wenn er sich umdreht, könnt ihr wohl erkennen, dass seine Augen hellweiß sind. Er hat zu oft in die Sonne gesehen und ist wohl tatsächlich blind. Ajos zum Gruß. Ich bin Huldrich von Donnerhall. Was führt euch zu uns? Nix zum Dank. Wir haben die junge Novizin bei ihrer Aufgabe unterstützt. Wir trafen sie gestern auf der Reichsstraße. Und sie wirkte doch ein wenig verloren. So bat ich ihr an, einen Gefallen für einen Gefallen. Wir halfen ihr, das Irrlicht zu fangen. Und nun sind wir hier. Wollt ihr weiterhin der Quanions-Queste dienen? Das klingt auf jeden Fall. Ein edles Unterfangen. Eine Queste des St. Quanions?
Richtig. Wir sind auf der Suche nach dem verloren gegangenen ewigen Licht. Das ist eine hehre Aufgabe. Nun, wir haben lediglich ein Irrlicht gefunden. Wie kann das helfen? Nun, die junge Novizin, die euch in dem Wald aufgesucht hat, hat eine aberwitzige Idee, derer wir stattgegeben haben. Sie möchte mit Preios gefälliger Alchemie eine Rezeptur nachbrauen, derer wir habhaft geworden sind, in der Hoffnung, dass wir damit Visionen erzeugen können und herausfinden, wo das ewige Licht auf uns wartet. Diese Bitte haben wir, wie gesagt, stattgegeben. Und ihr wollt jetzt also einer Alchemistin dienen, ja? Nun, wenn das dem Herrn Praios dient und den Seitenwidersachern schadet. Es ist die heiligste Queste, die es seit dem Jahr des Feuers gibt. Und dann bin ich dabei. Nun, wie ich schon gesagt habe, ein Gefallen für einen Gefallen. Und da dies offensichtlich der Gefallen ist, um den ich beten worden bin, werde ich selbstverständlich mein Wort halten. Oh, Herr von Donnerhall, ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber ich glaube, dass es diejenigen sind, die unsere Bannstrahler haben in die Falle laufen lassen. Ist dem so? Das würde ich als zu viel gesagt bezeichnen. Wir waren einer von zwei Trossen. Wir wurden angegriffen, der andere wurde angegriffen. Also ja, ich muss auch zugeben, wir hatten das Glück zu überleben. Eine Verdrehung der Wahrheiten, wenn man das so sagen darf. Wir sind von der Burg Augalet geschickt worden, um den Feind zu verwirren. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Nur ihr. Wärt ihr wohl so freundlich, uns aufzuklären? Habe ich mich Kriminellen angeschlossen? Nein, Travigor und ich hatten einen Auftrag von der Bannstrahler angenommen, der leider nicht ganz perfekt verlief. Und noch ein paar andere Leute. Wir haben unseren Auftrag ausgefüllt, aber nun der Feind. Dafür, dass der andere Trupp angegriffen wurde und sich nicht gut verteilen könnte, dafür können wir nichts. Nun, so würde ich das nicht ausdrücken. Der Feind war einfach zu schnell. Er hatte sowohl unsere Verwirrungsaktion irgendwann durchschaut, als auch die anderen Stellen und nun ja zu Boron schicken können und dieses Schwert. Ich glaube nicht, dass der Bannstrahlorden möchte, wovon es bei dem Ganzen ging. Genau, worum es bei dem Ganzen ging. Nun, Edelfräulein Gnitzenspleiß, lasst gut sein. Die Preierskirche mag schlecht über diese Person sprechen, doch ich erkenne keine Lüge. Und sie werden eine Version der Wahrheit für sich zuordnen können. Wenn die Novizin Rossaknecht nun also diese jungen Herren anstellen mag und ihr bei der Quanions gefälligen Queste helfen mag, dann sei es ihr gegeben. Aber, Rossaknecht, wir werden mit Disziplinarstrafen und einem Verweis um uns werfen, sollte diese Queste in einem Chaos enden. Die nickt. Schaut ein bisschen betröppelt zu euch. Sie haben mir geholfen. Ich glaube, das ist okay. Ich vertraue ihnen. Beweist eine außerordentliche Menschenkenntnis. Ja, oder? In der Tat. Darf man noch fragen, warum nun ein Irrlicht, ein Praios-gefällige Alchemie helfen soll? Oder werden die Einzelheiten dann später... Das erkläre ich euch jetzt. Kommt mit. Ich wollte nur, dass ihr angemeldet seid und dann jetzt können wir offen miteinander reden. Hoher Herr. Herr von Donnerhall. Gerne. Ich verbeug mich auch nochmal und merke dann, dass er das wahrscheinlich nicht sieht und sagt, hab Danke, hoher Herr. Es war mir ein Vergnügen, Herr von Donnerhall.
Frau Gutzen, Scheiß, Flitzenspleiß. Flitzenspleiß. Knitzenspleiß. Schützenfleiß. Pyodor, du begleitest sie. Sie tragen sicherlich den Schatten in ihrem Herzen. Pyodor. Traviger, wie wär's, wenn du die werte Dame einfach nur mit Edelfräulein ansprichst? Ja. Vielleicht sollte die gar nicht mehr reden. Das wäre auch eine gute Option. Vielleicht aber auch nicht. Ich finde, Travigor hat unglaublich interessante Geschichten auf Lager. Es wäre doch schade, wenn er sie uns nicht erzählen könnte. Er hat schon so viel erlebt. Er schlägt sich gut. Jetzt lasst den Sonnenschauer in seine Sonne schauen und verzieht euch von hier. Natürlich, sehr gerne, werte Dame. Kommt mit, ich hab eine eigene kleine Kammer. Passen wir da alle rein? Ich gucke mal fragend. Wird knapp. Aber da ist nicht so viel drin. Kommt. Ja, so könnt ihr durch die Gänge eilen des Klosters und dann in einer kleinen Kammer stehen. Nur ein Steinbett mit wenig Stroh, was darauf liegt, und eine kleine Decke, die vielleicht nicht wärm. Zumindest, vielleicht noch im Rondra, aber spätestens, wenn der Winter einbricht, wird das sehr, sehr kalt werden. Es zieht auch ein bisschen, aber sie schaut sich sehr zufrieden um, nickt euch zu und freut sich, dass ihr ihr helft. So, jetzt kann ich euch alles erzählen, wenn ihr wollt. Was für Fragen habt ihr denn? Oder wollt ihr noch andere Dinge erzählen? Das weiß ich nicht, mit dem Schwert oder was das war? Oh, nein. Ja. Nein, wir werden nichts zu dem Schwert erzählen. Okay, ich vertraue euch einfach. Aber wir sind doch hier. Welches Schwert? Das war das gefälligen Kloster. Wäre das nicht angebracht? Nein, ein anderes. Ah, ein anderes. Ihr sammelt Schwerter. Nein. Wir haben noch viel zu oft mit Schwertern zu tun. Abigor, wir können uns später auch noch darüber unterhalten. Es ist alles gut. Ja, vielleicht könnt ihr mir auch nochmal die Zwischenfälle oder auch nicht mit den hiesigen Burgbewohnern erklären, auf die ihr angesprochen wurdet. Irgendwie den hiesigen Burgbewohnern haben wir gar kein Problem. Soll ich rausgehen aus meinem Zimmer? Nein, nein. Okay. Also. Lass uns das auch später verschieben. Junge Dame. Okay, gerne. Ich bin gespannt auf den Chemiker. Ich wäre auch sehr neugierig darum, zu hören, wie wir euch genau zu helfen gedenken. Also ich möchte auch eine Geweihte werden, eine vollwertige, keine Novize mehr. Ich möchte so werden wie Pryodur. Und dabei lächelt sie dir zu. Wir wollen ein Sonnenlicht-Elixier herstellen, aber kein normales, sondern ein erweitertes, und zwar das von St. Quanion. Wir haben einige Aufzeichnungen entdeckt und darin sollen wir jetzt Prios gefällige Alchemiker zusammenstellen, damit wir dieses Innenanimatika brauen können. Und die da wären? Ja, das sind eine ganze Menge Zutaten. Also ich habe nur 12 Tage Zeit für diese Aufgabe und 2 davon sind schon abgelaufen. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber die ganzen klassischen Zutaten habe ich schon. Vitriol, Silberstaub, Bernstein, Adlerfedern und so weiter. Und leuchtendes Gold. Ach so, das kann ich euch noch geben. Moment, ich habe hier 150 Dukaten, aber davon muss ich einen Großteil noch benutzen für das Ritual. Beziehungsweise den Brauvorgang. Den Rest nehme ich dann gerne als Bezahlung. Ja, das könnt ihr haben. Mich habt ihr bezahlt mit dem Gefallen, den ihr mir irgendwann erweisen werdet. Okay, mach ich.